Ey Mann, das war eure Idee. Wir machen keine Party über Steuer-CDs. Bei der Deluxe, da ist sie vielleicht mit dabei. Und wenn er alle die kaufen würde, fände ich das geil. Der Titel heißt natürlich Nieder mit der GbR. Kauft sie alle, das Ding ist legendär. Da geht noch mehr, da kommt der nächste an das Mikrofon. Shooter, 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 ich kann den Namen mir wiederholen. Er kann ihn wiederholen, ja, ich bin ein derber Rapper. Roger macht im Fernsehen hier einen auf Werbetexter. Ist auch gut so, denn was kommt, ist der Release. Was du hörst, ja, das sind auf jeden dicke Beats. Ich mache Werbetexte besser als ein Schwerverbrecher. Roger an dem Mikrofon, natürlich auch kein Messerstecher. Rap, Rap noch besser als Knäckebuh. Der Typ kommt als nächster. Roger an dem Mikrofon, der Typ kommt als nächster. Yo, ich kaufe die CD sicher, aber sie ist teuer. Außerdem finanziert mit meinen Steuern. Die gehen nämlich gerade mal so da über. Eigentlich sollte man das ganze Land raussäubern. Okay, es gibt einen Stress zwischen meinem und deinem Land. Aber ich sag dir, in deinem Land werden diese CDs gebrannt. Genau wie bei uns, das ist der Grund, warum sie keiner kauft. Und deshalb ist vielleicht unsere Rap-Karriere irgendwann mal aus. Und das wäre scheiße, doch nicht auf diese Weise. Weil ich jetzt auch zu Promotion-Maßnahmen greife, sage ich dir eines, hol dir nur eine CD. Hol dir diese CD, denn Musik ist okay. Ganz besonders unsere. Ja, das kann ich nur bestätigen. Bin gekommen, um mich im Schweizer Fernsehen zu verewigen. Ja, das ist im Internet. Ich hab den Winterspeck. Und ich weiß genau den Beat, ja, den finde ich fett. Blumentopf, dope Scheiße, Promreise in der Schweiz. Oft kopiert, doch leider für die meisten unerreicht. Weil uns nichts gleich, wir sind die Besten. Ja, du kannst da an dem Mikrofon testen. Wir gehen bis zum letzten. Siebte Platte, Roger mit der dicken Katte. Morgen steh ich auf mit der riesen dicken Latte. Aber das sagt man nicht, mein der Typ hat auch ne Macke. Roger an dem Mikrofon, manchmal leg ich um Flacke. Das sagt man auch in Deutschland. Reiß dich vom Hocker wie Fußballer, ihr Kreuzband. Yeah. Du weißt genau, euch bekannt. Und dein Name, R zum O, zum G, zum G, zum Teufel. Hebt die Fäuste, Mann, wie geht's euch, Leute? Und was ich jetzt noch bräuchte, für meine nächsten Leute an dem Mikrofon. Hab ich schon mal gesagt, ich kann das tausendmal wiederholen. Yeah, der Beat war anders mit dem Obi-Wan oder Obi-Wan. Du weißt, wir gehen weiter mit dem Promo-Sparen, oder? Ja, das mit den Latten ist böse. Schau, Blumentopf im Haus, die Messlatten ist hoch. Passet auf, weil der Vater ist böse. Kommt mal rein, ja, und der Fall, der ist gelöst. Aber eben, ja, der Bekannte ist da. Ich löse mich auf wie das Geheimnis vom Bankkonto. Das wird dir passieren, es ist lustig. Und ich sage zum Schuh, zeig mal die Ausweis. Die Ausweis, ja, mein Reisepass. Und ich sag dir eins, hey Mann, weil ich hier heute die Reime mach. Hab ihn leider verloren, was hab ich verloren in meinem Perso? Eins muss ich euch sagen, Leute, ja genau, es wäre so. Scheiße, würden wir nicht wiederkommen, Mann, im November. Und ich weiß, da rapp ich dann auf der Show länger. Das freut unseren Booker, denn da steht er, ja, der Boris. Und ich sag, so ist das nun mal hier bei uns im Showbiz. Musste Werbung machen, bisschen Daten verkaufen. Und dann kannst du umsonst vielleicht bei ihm auch noch saufen. Da freue ich mich drauf und dann hab ich einen Fetzenrausch. Eins sage ich euch, Leute, was ist los? Hebt die Hände rauf. Ich kann das zwar nicht sehen, denn ihr steht hier vor dem Laptop. Ich brauch keinen Laptop, ich weiß, wo ist der Sexshop. Nee, das hab ich jetzt nicht gesagt, ich bin jetzt lieber still. Weil ich auf dieser Couch jetzt auf jeden noch ein bisschen chill.